Ja, zum einen zwingt mal die Unternehmen, sich ihrer globalen Auswirkungen der eigenen Geschäftstätigkeit ganz klar zu werden und dann eben auch im gut strukturierten Prozess aufzusetzen, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Und mit den damit geschaffenen besseren Arbeitsbedingungen steigen ja auch Qualität und Produktivität für die Unternehmen. Und aufgrund der engen Verknüpfung zwischen Menschenrechten und Umweltschutz hat das eben auch darüber hinaus noch deutliche Vorteile, wenn man eben über die gesetzlichen Vorgaben hinaus die Chancen neuer regenerativer Geschäftsmodelle innerhalb der planetaren Grenzen erkennt und für sich nutzt. Also die planetaren Grenzen im Sinne der gegebenen natürlichen Ressourcen, die wir haben, eben Luft, Wasser, Böden und ähnliches, die unsere Lebensfähigkeit halt sichern. Wenn man das nutzt, dann hat man eben massive Vorteile. Und das heißt nicht nur immer klassischer Imagegewinn und dass man neue Kundengruppen erschließt oder seine Risikokosten reduziert, sondern insbesondere, dass man sich dann eben auch vom Rohstoffbedarf entkoppeln kann und eben auch seine Fachkräfte für die Zukunft sichert. Musik